Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Hochzeitsmesse TV. Ich stehe hier an einem Stand vor einer wunderschönen Torte, in die ich am liebsten reinbeißen würde. Funktioniert aber leider nicht. Frau Nunn, warum nicht? Weil das nur die Deko ist für die Hochzeitsfiguren, die ich eben schnitze selber. Das heißt, das hier ist aus Holz? Also die Torte ist nicht aus Holz. Die ist selber gebacken von mir. Aber das sollte nur die Deko für die Figuren eben sein. Also die Torte könnte ich dann doch essen? Ja, die könnten Sie essen. Und die Holzschnitzereien, die machen Sie selber? Genau, das ist mein Beruf, da ich mich jetzt selbstständig gemacht als Holzbildhauerin. Mhm. Mein Firmenname ist Holzschätze. Was kann man bei Ihnen alles bestellen? Also ich mache hauptsächlich so kleine Messerschnittfiguren, heißen die, oder eben dann in der Größe. Was Besondere ist bei mir, dass ich die Figuren mit dem echten Gesicht von den Menschen schnitze. Also jemand gibt mir ein Foto von ihnen und dann schnitze ich das eben in Holz. Also wenn man seine eigene Torte, seine personalisierte Hochzeitstorte haben möchte, dann bestellt man beim Bäcker die Torte, richtig? Und dann kommt man zu Ihnen, gibt Ihnen ein Bild und sagt, das ist der Florian und das ist die Gabi und die heiraten jetzt. Und da von diesen zwei Gesichtern hätten wir Holzfiguren. Ganz genau. Und wie lange vorher muss man das bei Ihnen bestellen? Also es kommt natürlich darauf an, wie viel ich gerade zu tun habe, aber so, ich sage jetzt mal, eine Woche brauche ich für so eine Figur. Das ist ja gar nicht so lang. Nee, es geht relativ schnell. Wenn ich jeden Tag dran arbeite. Ja? In einer Woche schaffen Sie es dann. Also trotzdem rechtzeitig kommen, man weiß nie, wie viel diese junge Dame zu tun hat. Wo findet man Sie? In Eberfingen. Sagen Sie uns die genaue Adresse? 82390 Eberfingen. In Richtung Garmisch-Partenkirchen. Holzschätze, liebe Zuschauer, Holzschätze finden Sie in Eberfingen unter der E-Mail-Adresse oder Internetadresse. Meine Homepage ist www.holzschnitzerei-schneck.de. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf sowas Innovatives.